Peace, liebe Waschbären. Hallo. Back to the Roots. Ein Vlog mit Webcam. Ohne Intro. Ohne Outro. In Farbe. Nicht vor dieser Wand. Ich fühle mich so, als wäre ich euch eine Entschuldigung schuldig, weil ich so lange nicht gebloggt habe und weil ich gerade nicht regelmäßig blogge. Ich füttere meinen Blog nicht, ich twittere nicht, auf Facebook retweete, teile ich nur Sachen. Instagram gerade auch nicht so aktiv. Irgendwie bin ich gerade einfach nicht in Stimmung, mein Leben zu teilen. Bei mir ist gerade so ein Umbruch, also nichts Schlimmes, alles gut, aber ja, ich muss mich gerade auf mein Leben konzentrieren und da bleibt irgendwas auf der Strecke und das seid leider ihr. Leider. Ich denke ganz oft daran, dass ich neue Videos hochladen sollte. Und ehrlich gesagt habe ich gefühlte 100 in der Liste, die warten. Aber es sind eben nur Verschenke-Videos und relativ alter Stuff. Okay, besser als gar nicht, mag sich jetzt einer denken. Und der alte Stuff wurde ja auch mal aktuell gedreht. Aber irgendwie ist mir nicht danach, den hochzuladen. Ganz oft denke ich mir, eigentlich möchte ich back to the roots. Vloggen. Ohne Schnitt. Ohne Cut. Einfach so. Der normale Alltagswahnsinn. YouTube hat sich so verändert. YouTube ist echt so anders geworden. Ich fühle mich manchmal nicht mehr zu Hause. Und ich habe mich auch mitverändert von damals zu heute. Aber die Wahrheit ist, ich fühle mich mit dieser Veränderung überhaupt nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl damit, Jump Cuts zu machen, die Perspektive zu wechseln, überhaupt zu schneiden. Intros, Outros, abonniere mich, favorisiere mich, kommentiere mich. Das war alles mal so anders. Alles war anders. Okay, das wird mir das alte YouTube nicht zurückbringen. Das wird mir gar nicht zurückbringen. Aber so wie es jetzt ist, ich habe keine Lust. Deswegen kommt jetzt ein Vlog, wie es in Zukunft weitergeht. Mal sehen. Aber ich dachte mir, wow, für alle, die mich vermissen, dem bin ich schuldig. Und ich vermisse es ja auch, mich über die echten Themen im Leben zu unterhalten. Also, nein, es gibt Menschen, mit denen ich mich über die echten Themen im Leben unterhalte. Die echten Themen. Huhuhu, was sind die echten Themen? Ja, eben nicht, was die nächste Kollektion von H&M oder sonstigen Konsorten mit sich bringt. Nein. Ich interessiere mich eben ein bisschen für politische Themen. Nicht wirklich politisch, also auch. Aber zum Beispiel habe ich gerade, und das ist irgendwie lächerlich, aber irgendwie auch nicht, Ängste, dass Krieg ausbricht. Ich suche mir im Internet so Sachen zusammen, wie man mit Kerzen und ein paar anderen Metallstöcken sich einen Ofen baut, falls der Strom ausfällt. Ich habe Angst. Aber jetzt nicht so massive Angst, dass ich mein Leben nicht mehr lebe. Aber ich mache mir Gedanken. Und ich sammle all mögliches Material, das so Survivor-mäßig, dass ich dann wie, was weiß ich wer, überleben kann, falls das Weltuntergang kommt. Falls der Weltuntergang kommt oder ein Weltkrieg oder irgendwie. Ich vertraue dem Staat nicht. Ich vertraue der Sicherheit nicht. Ich vertraue dem Land nicht. Das kommt natürlich alles irgendwo her und vielleicht ist manches davon Verschwörungstheorie oder wird als Verschwörungstheorie abgetan.
Ich gucke mir auch viel zu viel Zeug an und ich schenke dem vielleicht zu viel Glauben. Aber da macht es mich stutzig, dass der Bund und Deutschland, ja, Seiten haben im Internet, wo man kalkulieren kann, was für Notvorräte man für wie viele Personen über welchen Zeitraum haben soll. Und da gibt es dann Bilder von der Lagerung von Notvorräten von Deutschland, also was man fürs Volk alles da haben muss. Falls wirklich sowas ausbricht, dann müssen ja Notrationen vom Land für das Volk da sein, zumindest für ausgewählte Bürger. Denn 82 Millionen Notvorräte, also für 82 Millionen Menschen Notvorräte, hat Deutschland garantiert auch nicht. Ja, und solche Gedanken. Da kommt das eine zum anderen und da gibt es noch so viel mehr. Mit sowas beschäftige ich mich gerade. Ach, nicht nur, nein. Ich beschäftige mich auch mit sämtlichen anderen Scheiß. Ich habe gerade zu viel Zeug. Ich will mich entmaterialisieren, aber wisst ihr, wie es hier aussieht? Guck mal, wie es hier aussieht. Guck mal, wie es hier aussieht. Total viel Zeug. Das nervt mich. Und da ich gerade irgendwie genervt bin von mir, von. Ja, keine Ahnung. Dann bleibt irgendwas auf der Strecke. Ich habe einen neuen Job, ich arbeite jetzt in einer Medienagentur, SEO und Marketing. Und ich habe eigentlich, der Job ist super cool. Ja, ich verscherbel Zeug bei eBay, ich habe meinen Online-Shop. Und ich mache sonst Imagefilme für neu gegründete Unternehmen oder für so eher einzelne Menschen, die halt irgendwie so ein persönliches Image-Video haben möchten, wo sie ganz natürlich wirken und jetzt nicht irgendwie so was Hochqualitatives mit Slow-Motion, Close-Up, Makroaufnahmen. Sowas mache ich nicht. Ich mache eher so was Persönliches, wo es um Menschen geht, im esoterischen Bereich oder ja, wie nennt man sowas noch? Also, nein, also so humanistisch und sowas, also sowas Natürliches und nicht Kommerzielles. Zumindest nicht so umweltunfreundlich. Was kann ich noch erzählen? Eigentlich könnte ich jeden Tag was erzählen. Ich sollte es einfach machen, drauf loslabern und hochladen. Beispiel habe ich hier auf dem Tisch so eine kleine Dose. Da ist ein Cent drin. Okay, das ist nicht weiter wichtig. Aber ich schreibe auch gerne Buch. Und für das Buch benutze ich dann so gerne so Zeitungsschnipsel, die ich mir mal irgendwann ausgeschnitten habe. Was steht da? Wenn es um die eigenen Stärken und Schwächen geht, sind wir meist befangen. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich gehöre leider nicht dazu. Zeit für Klassik. Yeah! So, was sammle ich denn von Zeit zu Zeit aus meinen Zeitschriften? Nee, 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 nee. Nee. Inhalt. Das habe ich garantiert mal gesammelt für mein Ideenbuch für YouTube. Ich habe auch echt eine lange Liste. Oh, siehst du? Von einem zum anderen hüpfen. Das kann ich gut. Das kann ich besonders gut. Kennt ihr noch dieses Buch hier? Zuschauer, die jetzt schon wirklich sehr, sehr lange dabei sind, müssen dieses Buch kennen. Das ist mein Ideenbuch von. Oh mein Gott, steht hier irgendwo ein Datum drin? Oh, warte. Achtung, Achtung. 5000 Subscriber. Dadum, dadum. Wann war das? 5000 Subscriber. 2009? Komm schon, irgendwo muss doch ein Datum drinnen sein. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. 2009. 21.01.2009. Ah, 5000 Abonnenten waren am 21.09. 2009. Und was da auf Chinesisch steht, weiß ich nicht. Und keine Verarsche über Herr Tutorial. Hier, 2012.
Liste von Videos, die ich tun möchte. Theorien. Über was? Keine Ahnung. Über Maya? Über Astrologie? Über Liebeskummer? Ein Video mit widerlichen Dingen. Tunnel? Verdammt, ich habe selber welche. Das kann doch nicht mal. Ach so, das war nicht 2012, sondern es war ein Video über den Weltuntergang von 2012. Gut, dass wir jetzt schon 2014 haben und ich das Video nicht gemacht habe. Habe ich es gemacht? Ich bin mir noch nicht mal sicher. Außerirdisches Leben. ABC assoziieren. Total super. Wo man freie Musik findet, um seine Videos zu untermalen. Das habe ich nie getan, obwohl ich mir vorgenommen habe. Oh, und da ist es schon wieder. Angst vor Terror. Aber was ich dazu geschrieben habe, war: Wovor hast du Angst? Autounfälle, Krankheiten, Ärzte, Drogen, Überfälle, alles Chancen. Oh mein Gott, und das geht noch so lang. Und bis dahin weiter. Ja. So sprunghaft kann ich sein. Ich glaube, so waren meine Videos mal, oder? Vom einen Thema zum anderen hüpfen. Zum Beispiel, hey, guck mal, ich habe für meinen Locher irgendwas gebastelt. Tacker. Whatever. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich habe es einfach nur getan. Ja, so geht das. Oh, ja. Und hier mein Kalender für 2015 von nee, Paper Blanks. Und kennt ihr das, wenn ihr am Anfang des Jahres euch total, also beziehungsweise gegen Ende des Jahres, wenn ihr einen neuen Kalender habt, wenn ihr dann einen neuen Kalender habt, dass ihr euch ganz viel Mühe gibt mit allem, was ihr reinschreibt, alles, was da so drin steht, und ihr total viel Mühe gibt, wer alles Geburtstag hat. Und am Ende des Jahres sieht ein Kalender einfach mal, irgendein Kalender, 9, 9, 9. Aber irgendwann scheißt man drauf und dann sieht es scheiße aus. Ideenbuch. Noch ein Ideenbuch. Ich habe ganz viele Ideenbücher. Na, 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 na. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Macht dieses Buch fertig. Kennt ihr das Buch? Macht dieses Buch fertig? Tolles Buch. Oh, das kennt ihr noch. Alle Jahre wieder kommt die Lügenflut auf die Erde nieder, wo der Wähler ruht. Von wann ist das denn? 2013, vom letzten Jahr. Wie uninteressant. Wie wär's denn mal mit Büchern vom Jahre 2004? Habe ich garantiert auch noch. Und dann 10 Jahre später. Das ist echt herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ja, so. Jetzt habe ich schon geschlagene 13 Minuten deines Lebens geklaut. Aber vielleicht tut es dir ja gut, mich mal wiedergesehen zu haben. Mir tut es jedenfalls gut, mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Und ich könnte ehrlich gesagt auch noch eine halbe Stunde weiter random Shit labern. Und ja, das kann ich nämlich ganz gut. Deswegen sollte ich das vielleicht öfter machen. Sollte ich das öfter machen, dann der übliche Scheiß. Hier, Daumen hoch. Wollen wir keine Werbung mehr machen? Richtig. Ja, ich bin jetzt übrigens auch nicht mehr in einem Netzwerk. Vielleicht sollte ich darüber nochmal gesondert ein Video machen, warum ich nicht mehr im Netzwerk bin. Ja, aber Fakt ist, ich denke noch an euch und ich bin nicht weg von der Erde und ich lebe noch und mir geht es auch gut. Ich bin hier und ich denke an euch und ich will auch wieder YouTube machen. Ich will. Ich will, ich will, ich will. Und manchmal schaffe ich es eben nicht. Dann muss ich vielleicht doch diese nächtlichen, um, es ist 1:27 Uhr, Vlogs aufnehmen, die einfach so random crazy sind. Aber ich glaube, einige von euch mögen diese am meisten. Oder? Los, sagt mir jetzt was Positives, damit ich motiviert bin, mehr Videos in diese Richtung zu machen. Und könnt mir auch gerne Themen vorschlagen, über die ich reden soll. Interessiert euch irgendwas von dem, was ich gesagt habe, gezeigt habe? Wollt ihr irgendwas näher sehen, nochmal durchblättern? Oder ja, das ist so verdammt lange her, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll, den Faden wieder aufzunehmen. So ernsthaft aufzunehmen, den Faden. Ja. Deswegen fange ich jetzt irgendwie an. Und das ist ziemlich random. Und ich hoffe, du hast das noch gehört. Und Entschuldigung dafür. Ich liebe euch.
Ich habe euch nicht vergessen. Versprochen. Und ihr werdet auch immer in meinem Leben sein. Du wirst immer in meinem Leben sein. Auch wenn es halt ein bisschen unregelmäßig gerade ist, denke ich noch lange nicht daran, mit YouTube aufzuhören, nur weil es irgendwie in meinen Augen kacke geworden ist. Ich bin hier und ich glaube, ich setze mich jetzt mit dem alten Stuff durch. Also, ich mache mein Ding und wer dabei ist, ist dabei. Und wem es zu langweilig ist, der muss halt tun, was er tun muss. Genug für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier bei mir. Und ja, lass mich wissen, dass du da warst. Das würde mich freuen. Dankeschön. Peace out, liebe Waschbären. Waschbär-Power-Team. Jetzt aber wirklich tschüss.